So, hallo meine Freunde, willkommen zurück bei einem weiteren Video von uns. Heute geht es wieder um den BMW E46, wie im letzten Video schon angekündigt, eben um die Innenraumbeleuchtung, dass wir die eben von den aktuell Halogenleuchten auf die LED umbauen, damit es einfach alles ein bisschen wieder heller wird. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt gleich los, gehen wir rein, bis gleich. So, im Innenraum angekommen, kümmern wir uns jetzt als erstes um die Spiegelblendenleuchten. Da wisst ihr, das ist relativ einfach. Ich zeige es euch kurz. So, also dann müsst ihr einmal hier unten rein, einfach nur reingreifen und euch das runterziehen. Das kommt euch relativ easy entgegen. Die Glühbirne ist dann hier in so zwei Halterungen drin. Die könnt ihr praktisch einfach so rausfahren und könnt dann auch gleich die neue nehmen. Das ist jetzt hier die LED. Also ich habe so Lux-LEDs gekauft, die auch genau beschrieben sind, also wo welche eingebaut werden muss. Ich werde die euch auch in der Beschreibung mal unten verlinken. Und wenn die dann eingesetzt ist, könnt ihr das praktisch einfach wieder zurückbauen. Zack, dann probieren wir es mal ganz kurz aus, ob es funktioniert. Zack, es leuchtet, fertig. So, als nächstes kümmern wir uns dann gleich noch um die Beleuchtung eben im Handschuhfach. Dazu müsst ihr auch einfach praktisch nur an der Seite so reinfahren und euch den dann einfach rausholen, dann springt euch der schon entgegen. Also hier ist praktisch dieser Mechanismus, dass er sich abschaltet automatisch. Bei mir hat die jetzt ein bisschen länger geleuchtet, deswegen ist die gar recht heiß, aber es geht. Und dann die auch einfach ausbauen. Dann nehmt ihr wieder die neue und einfach reinstecken. So, ich drehe sie dann noch um und einfach wieder hinein. So, dann kommt jetzt als nächstes noch die Fußraumbeleuchtung. Da seht ihr schon, hier ist so eine kleine Einkerbung, womit ihr euch die Lampe ganz easy rausholen könnt. Ich mache das jetzt gerade nur mit einer Hand. Das ist ein bisschen blöd. So, aber dann ist die auch draußen und dann können wir das auch noch ausbauen. So, ich habe jetzt die Leuchte ausgebaut, einfach weil es auch einfacher ist und weil das relativ heiß jetzt schon gewesen ist, weil es die ganze Zeit an war. Jetzt habt ihr hier praktisch so eine kleine Hitzeschutzplatte drauf, die könnt ihr jetzt von hinten oder von vorne, ist egal, geht beide Richtungen, einfach mit ein bisschen Druck praktisch aufklicken, abnehmen und dann können wir auch schon wieder die Leuchten austauschen. Gleiches Prinzip wie immer, einfach aus dieser Halterung rausklicken, so, und dann einfach wieder die neue nehmen, einsetzen. So, um den Vorderraum jetzt abzuschließen, fehlt uns nur noch die Leuchte hier oben. Da greift ihr praktisch auch, also einfach von hinten rein und klickst euch das dann so runter. So, wenn ihr das ganze Teil dann eben rausgebaut habt, könnt ihr hier einfach euch die LEDs so praktisch rausziehen, alle drei, und die dann einfach austauschen. So, dann geht es jetzt weiter eben hinten im Heckbereich praktisch noch mit der hinteren Leseleuchte mit den beiden. Da fahrt ihr auch einfach rein und klickst es euch dann so raus, bis es euch allmählich entgegenspringt. Schaut, dass ihr da nicht unbedingt was kaputt macht. Zack, schaltet es mal aus noch gleich. Hier ist jetzt das gleiche Prinzip wie vorne, also die LED, also beziehungsweise die Leuchten sind halt einfach nur reingedreht und die kann man sich dann so rausnehmen und auch einfach austauschen. So, dann kommen wir jetzt noch zu guter Letzt eben an die Kofferraumbeleuchtung. Dazu würde ich euch empfehlen, praktisch einmal die Rückleuchte, also die Leuchtmittel von den Rückleuchten einfach komplett auszubauen. Hier an dem Stromstecker dann gleich abzuschließen und dann können wir uns gleich um vorne um das Licht kümmern. So, nachdem ihr jetzt die Leuchte praktisch ausgebaut habt, ist hier auch wieder so eine kleine Aussparung, womit ihr dann da einfach im Rakel reingreifen könnt und dann legt euch die LED frei. Ist auch wieder einfach in solchen zwei Metallclips eingeklipst. Ich warte jetzt noch ein bisschen, weil dieses ziemlich heiß ist und dann tauschen wir die auch gleich noch aus. Dann seht ihr gleich das Endergebnis. So, da sind wir jetzt an dem Ende des Videos angekommen. Wir haben alle LEDs eben ausgetauscht. Das war jetzt kein schweres Unterfangen. Ich habe euch jetzt praktisch mal nur eine Seite gezeigt, weil es ist auf der anderen Seite eben exakt das gleiche. Ich glaube nicht, dass es euch so viel interessiert. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren stellen. Wir werden euch natürlich darauf antworten. Und lasst gerne ein Like da für die getane Arbeit wieder. Und auch für zukünftige Videos gerne abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ihr kriegt jetzt noch ein paar Eindrücke, eben wie es jetzt aussieht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.
night.